Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Apps. Apps, ist klar. Ja, Apps, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apps ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tape. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Apps. Petrus, der meint es richtig gut mit uns und mit Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Eintracht-Fans, zu unserer heutigen Übertragung. Es ist ein Heimspiel, ja, und im Hintergrund, da kann man es wirklich sehr gut sehen. Es ist traumhaftes Wetter und die Mannschaft, gegen die unsere Eintracht heute hier antreten muss, sie hätte schon zu römischen Zeiten nach Trier den Weg gefunden, beide Städte verbunden durch die sogenannte Ausoniusstraße. Wow, das war jetzt eigentlich ein Wissen, was ich eher von jemand anderem erwartet hätte. Und ja, damit hallo und herzlich willkommen, Köbi. Ja, hallo Benni, grüß dich und auch herzlich willkommen an alle Zuschauer heute zu unserem heutigen Heimspiel gegen Hassia Bingen. Ich bin ja überrascht, dass du mir so große Geschichtskenntnisse zutraust, aber ich habe noch einen kleinen Funfact geschichtlich, denn das letzte Heimspiel gegen Hassia Bingen gab es, Benni, 1953. Also mit anderen Worten, Köbi, von uns beiden hat das nur einer erleben können, ich bin's nicht. Ja, ich komischerweise auch nicht, aber was willst du sagen? naja, gut. Aber schauen wir mal, was das heutige Spiel für uns bereithält. Das Hinspiel lief ja leider nicht so gut. Das haben wir 2:1 verloren seinerzeit Mitte September im Stadion am Hessenhaus. Damals haben auch wir zwei kommentiert. Heute ja für mich sehr ungewohnt, ein Heimspiel mit zu kommentieren, aber da Not am Mann ist, helfe ich natürlich gerne aus. Ja, hoffen wir mal, Köbi, dass dieses Hinspiel, was ja auf ganz dumme Art und Weise verloren ging, wir waren in Unterzahl, kurzfristig konnten wir ausgleichen in der 77. Minute 1:1 durch einen Elfmeter und dann war es ein ganz blöder Konter in der Nachspielzeit und ein ganz blöder Ballverlust, der zum 2:1 Heimsieg für Bingen geführt hat. Hoffen wir, dass das heute genau andersrum läuft und da bin ich mir ziemlich sicher, unsere Mannschaft seit sechs Spielen ungeschlagen, aber auch die Hassia aus Bingen, aus den letzten sechs Partien gingen sie viermal als Sieger vom Platz, also beide Mannschaften hier durchaus im Aufwärtstrend. Ja, und vielleicht eine Frage an dich. Unter der Woche gab es ja verdammt schlechte Nachrichten und schon mal an dieser Stelle gute Besserung und eine schnelle Genesung an Dominik Kintscher. Schlüsselbeinbruch, Schultergelenkssprengung, also wir kennen ja Kinchi, wenn er was macht, macht das richtig, leider auch in dem Fall. Wer kann ihn denn heute oder wer soll ihn denn heute, besser gesagt, so gut es geht, ersetzen? Ja, und da werfen wir dann doch schon mal direkt einen Blick auf unsere Aufstellung, wie wir es hier sehen. Also wir sehen an der Stelle von Dominik Kinchi mit der Nummer 21 das erste Mal in der Startformation bei Eintracht Trier, Hendrik Thuel. Ich habe unter der Woche mit Josef Sinar sprechen können. Er sagte zu mir, das hat er gegen Mechtersheim so gut gemacht, der Junge, dass er ihm diese Chance gibt, dass er hier Kinchi ersetzen kann. Und wir hoffen doch auch, Kinchi ersetzen wird. Ansonsten ist das diese Mannschaft, die wir aus den letzten beiden Partien vom Grundsatz her kennen. Keine großen Veränderungen halt, bis auf leider Gottes die verletzungsbedingten Austausch von Dominik Kinchi, auch von meiner Stelle Kinchi, alles Gute, gute Besserung. Und du hast es gesagt, Schultergelenksprengung ist anatomisch nicht ganz korrekt, es ist eine Schultereckgelenksprengung, aber auch das ist natürlich jetzt nicht gerade das, was wir uns für unsere Nummer 18 gewünscht haben. Und da wir jetzt die Aufstellung von Eintracht Trier schon im Bild hatten, Benni, gehen wir kurz auf die Aufstellung der Gäste von Hassia Bingen. Ja, da sehen wir es eingeblendet. Trainer Nelson Rodriguez, der schickt heute folgende 11 Mann auf das Feld für die Mannschaft vom Rhein. Ist ja heute Rhein gegen Mosel sozusagen. Und da steht im Tor mit der Nummer 1 Kai Schotte. Die 3 auf dem Trikot trägt Sascha Kraft. Die 4
Enes Softic. Auf den müssen wir aufpassen, ist auch der Kapitän. Und Softic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch schon mit 7 Toren diese Saison, also ein ganz gefährlicher Spieler. Die 7, Philipp Schrimp, die 11, Dennis de Sousa. Und auch der hat schon 8 Tore für sich verbuchen können. Also ebenso müssen wir bei ihm aufpassen. Die 13, Joshua Eaton, die 20, Axel Neumann, die 21, Baris Yakut. Die 23, ja, das ist der 10-Tore-Mann. Das ist Vlatsnim Dautai, die 27 auf dem Trikot hat Serdal Güneş und die 35 Dennis Darchan. So, jetzt hatten wir hier Softic mit 7, Dautai mit 10 und de Sousa mit 8 Toren. Ja, wie sollen unsere Jungs denn heute die Sache angehen, damit die drei möglichst auf ihr Konto nicht noch weitere Treffer verbuchen können? Na gut, wir haben einen Brandscheid mit 15 oder 16 oder wie viel hat er jetzt mittlerweile? Ich bin mir jetzt gar nicht so zu 100% sicher, wie viele Tore er hat, aber es sind auf jeden Fall jede Menge. Also wir haben da natürlich auch eine Offensivkraft dem gegenüberstehen, damit uns da nicht bange sein soll. Allerdings, ich erinnere nochmals, schon früh in der Partie oder noch eigentlich vor der Partie das zweite Mal an das Hinspiel. Das war nämlich ein ganz bitterer Nachmittag damals in Bingen. In der 90. Minute haben wir einen Konter gefangen, der absolut zu verhindern gewesen wäre seinerzeit und der uns dann letztlich die 2 Punkte gekostet hatte, die wir dann verloren haben. Wir waren in Unterzahl, haben noch einen Elfmeter bekommen. Ja, aber das ist Geschichte und hier sehen wir jetzt, wie die beiden Mannschaften das Feld betreten. Ja, da sind sie angeführt vom Schiedsrichtergespann und heute Hauptschiedsrichter ist Matthias Edrich und ihm assistieren Yannick Zeyer und Florian Schmeier. Da die drei Herren auch im Bild. Ihnen wünschen wir natürlich viel Erfolg heute beim Leiten dieses Meisterschaftsspiel am 26. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz. Und ja, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Tabelle. Da sehen wir es. Aktuell Bingen auf Platz 14. Das wird noch knapp nach unten. Könnte ja noch ein Abstiegsplatz sein. Und unsere Eintracht momentan auf Rang 10. Und beide Mannschaften, die trennen da lediglich 4 kleine Pünktchen. Und jetzt schauen wir mal zu, wenn sich entscheidet, wer hier Anstoß hat. Das hat sich entschieden. Ich habe es aber nicht mitbekommen, Köbi. Ja, ich war auch völlig fasziniert von der Tabelle gerade. Deshalb nehmen wir die Sachen mal so, wie wir sie gleich sehen werden. Beide Mannschaften bilden den fast schon obligatorischen Kreis bei Fußballspielen vor der Partie. Ja, lass uns noch kurz sprechen über Josef Sinar. Der hat sich im Vorfeld der Partie geäußert und hat gesagt, das ist eine ganz schwer bespielbare Mannschaft. Die stehen ziemlich tief, ziemlich eng, lauern dann auf Konter. Jetzt komme ich wieder mit so Fachwissen. Bing kommt sehr wahrscheinlich von Bingium, ist lateinisch für Loch im Fels. Wo findet denn unsere Mannschaft heute das Loch in der Defensive? Ich hoffe, dass wir ein Loch in der Defensive finden. Und ich sag mal, wenn wir auf die Gegentoranzahl von Bingen gucken, muss man schon sagen, dass eine latente Gefahr natürlich besteht, dass man, dass die Hassia hinten anfällig sein könnte. Aber du hast es vor der Partie in der Anmoderation gesagt, Benni, die Formkurve der Hassia zeigt deutlich nach oben, sodass wir da wirklich heute, ich denke, ein spannendes Spiel vor der Brust haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir dieses berühmte Loch in der Defensive mindestens einmal finden werden. Und dieses Wikipedia-Wissen, Benni, das ist schon wieder, das ist natürlich grandios. Du, das ist nicht Wikipedia. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, ja, vom genau. Bischof, der im Mäuseturm aufgefressen wurde, angeblich von Mäusen. Aber bringt uns ja alles nicht weiter. Wir schauen auf Kevin Heinz, der mit einem schönen Pass auf Brandscheid. Kein Abseits, Brandscheid geht in die Mitte. Tor! Da ist das 1:0. Was für ein Blitzstart für unsere Eintracht. Und es war unsere 21, Henrik Thuhl, nach einer schönen Vorarbeit von Jan Brandscheid. Und da haben sie doch hier die Hassia aus Bingen direkt mal eiskalt erwischt. Das kann sich sehen lassen und da freuen sie sich zu Recht, denn ich kann mir vorstellen, das war genau so heute auch der Plan, so hier direkt mit der Gefahr aus der Kabine zu kommen.
Und ja, das ist... Ja, und da haben wir direkt zwei Fragen auf einmal beantwortet, Benni. Nämlich A, wer findet das berühmte Loch in der Defensive? Das war dann Hendrik Thul. Und vor allem, wer ersetzt Dominik Hintscher? Und das war auch, Benni, Hendrik Thul. So ist es. Und das ist natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt in der Partie natürlich ein absoluter Segen jetzt für diese Partie, gleich mit dem ersten Angriff, der wunderschön vorgetragen war. Jan Brandscheid da auf links durch, mit dem Pass dann in die Mitte auf Hendrik Thul, der, man könnte meinen, in seinem ganzen Leben noch nichts anderes gemacht hat, als vorne genau in dieser Situation zu stehen. Schauen wir da nochmal schnell drauf, da die Hereingabe von Brandscheid und dann eiskalt rechts halb hoch. Schön abgeschlossen und wir schauen uns natürlich auch nochmal diesen Jubel an, der junge Mann im Eintracht-Trikot. Das ist unglaublich, da freuen sie sich und er läuft direkt da auf die Trainerbank zu. Und jetzt auch nochmal die Statistik, da ist er, der Torschütze, ist sein 7. Einsatz für den SVE. Und ja, kann man mal ruhig so machen. Ja, kann man so machen. Und das ist wirklich Blitzstart hier und wieder die Eintracht gut den Ball abgefangen. So, da versuchen sie den Ball auf Dautai durchzustecken. Eintrachtabwehr dazwischen, Kevin Heinz. Ja, machen sie gut da. Und Heinz muss das Leder jetzt rausschlagen, macht er auch. Und Hendrik Thul, ja, bisschen verunglückt da der Ball von Taya Paran. Thul setzt nochmal nach, macht er gut. Brandscheid zieht das Foul. Ja, und da kann er den Ball mitnehmen, Baris Yakut. Nützt ja alles nichts. Da sind sie zu dritt drauf auf Brandy. Langer Ball für Anton, kommt nicht an. Kraft dazwischen. Gut gestört von Taya Paran. Kevin Kling. Das Eckstoß-Ungeheuer. Sozusagen, ja. Eins. Ja, und das ist direkt mal ein Start nach Maß. Die letzten Zuschauer, es gab einen Stau, einen Unfall auf der Eins. Aus Bingen betreten jetzt gerade ihre Sitze und ja, ich weiß nicht, ob die schon wissen, was da die ersten Minuten passiert ist. Oh, kein ungefährliches Abspiel da. Glück für die Eintracht, Maurice Roth hat er nicht gesehen. Ich denke mal aber schon, dass sie wissen, was passiert ist, Benni, weil Markus hat schon wieder die Lautstärkeregler sowas von dermaßen hochgedreht. Oh, was schlafen sie da? Brandscheid. Ah, und sein Abspiel. Leider schlecht, aber was hat er da geschlafen? Müsste Serdal Güneş gewesen sein. Und wir probieren es jetzt nochmal von der linken Seite. Anton hat Zeit, überlegt, guckt, schaut, sieht er wieder. Ja, aber diesmal vertändelt Thul da den Ball. Aber gefällt mir gut bislang. Ja, das ist natürlich ein Start nach Maß, den man sich für den Jungen auch irgendwo gewünscht hat. Das erste Mal in der Startelf bei der Eintracht und gleich mit der... Ja, ich glaube, mit der ersten Ballberührung dann sogar schon das 1:0 gemacht. Und da dürften eigentlich jetzt alle Zweifel, die vielleicht irgendwo im Umfeld geherrscht haben, kann er Dominik Hintscher ersetzen? Die Antwort nach 5 Minuten ist, Benni, er kann es bis hierhin. Er kann es. Ja, bis hierhin trifft das natürlich absolut zu. Aber der Youngster, allzu viel Druck sollten wir ihm an der Stelle natürlich auch nicht bereiten. Oh, das da war ein klasse Pass. Jetzt muss Kling gucken. Ja, war ein Annahmefehler. Deswegen ging die Sache gut, aber Kling da durchaus unter Druck. Ja, das machen sie ganz sicher. Keine Chance für Ömer Kayaoglu. Ist das jetzt schon sowas wie ein kleiner Schock für Bingen? Ja, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Schock ist. Die haben sich den Start in die Partie mit Sicherheit ganz anders vorgestellt.
Ich denke mal, Nelson Rodriguez, der Trainer der Binger, der wird mit Sicherheit auch nochmal gesagt haben, denkt dran, wir haben Eintracht Trier in dieser Saison schon mal geschlagen. Wir müssen einfach so auftreten, wie wir es im Hinspiel gemacht haben. Das werden mit Sicherheit so oder so ähnlich die Worte von ihm gewesen sein. Dass das natürlich nicht sein Matchplan war, das ist ja völlig klar. Aber die Partie ist noch nicht mal 10 Minuten alt. Von daher sollten wir das jetzt nicht überbewerten, was bis jetzt passiert ist. Auch wenn das natürlich uns, wie gesagt, völlig in die Karten spielt. Aber ich denke, die Binger, die werden sich noch fangen aufgrund ihrer Formkurve, die, wie schon ein paar Mal gesagt, natürlich deutlich nach oben gezeigt hat in den letzten Wochen. Und da waren ja auch durchaus einige bemerkenswerte Ergebnisse dabei. Beispielsweise ein Sieg in Mechtersheim, das kriegt auch nicht jeder hin. Siehe wir, das haben wir nicht hinbekommen in dieser Saison. Sodass wir einfach sehen müssen, dass wir diese Führung jetzt mitnehmen und für uns gut verarbeiten. Hoffentlich steht er da sofort wieder. Blödes Nachsetzen von Dautai. Und Wischolek scheint da was abbekommen zu haben. Sah auch sehr, sehr unglücklich aus. Auch diese Kopfballrückgabe von Maurer. Ja, man ist geneigt zu sagen, es war eine Kerze und das würde passen. Denn Simon Maurer hat heute Geburtstag. Was für eine Überleitung. Aber natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Jetzt erstmal diese Ecke. Kommt nicht ungefährlich. Oh, und knapp dieser Kopfball. Das war vom von Kapitän. Softic, ja, von Enes Softic am Kasten vorbei. Also das müssen sie nächstes Mal besser verteidigen. Und ich hoffe, dass da Wischolek eben sich bei der Aktion nicht allzu sehr wehgetan hat. Ah. Jetzt ändert er nochmal die Stelle, von der er den Abschlag ausführen möchte. Ja. Und eben jener Enes Softic, der gerade diesen gefährlichen Kopfball setzte, der ist uns auch noch durchaus ein Begriff aus dem Hinspiel. Denn er erzielte, wenn ich mich nicht täusche, den 1:0 Führungstreffer im Hinspiel für Hassia. Nämlich genau in dieser 7. Minute, die wir jetzt gerade haben, oder die 8. Minute war es. Also durchaus. Nee. Genau. Eine Ermahnung maximal. Mehr war das nicht wert. Weil, wie Anton da richtig moniert hat, der Ball ein bisschen weit vorgelegt. Der ist aber trotzdem wieder an mehr oder weniger der gleichen Stelle. Schiedsrichter scheint da, ja, das nicht allzu schlimm zu finden. Und weiter geht's in der Partie. Aber gutes Fingerspitzengefühl da bewiesen. Oh, und eine klasse Balleroberung von Anton. Jetzt haben wir hier die Gelegenheit. Da schwirren sie aus. Brandy. Ah, da hat er sich den Ball ein paar Zentimeter zu weit vorgelegt. Und dann der Abschluss durch Maurice Roth müsste das gewesen sein. Vielleicht ein bisschen überhastet. Und Köbi hat gerade eine SMS bekommen. Hat man in der Leitung gehört. Ah. Na gut, mit Leitungen kennst du dich ja aus, Benny, wenn man auch eben jener gerne steht. Ja gut, ab und zu ist das der Fall. zu ungenau, der Kopfball da von Taya Paran, super, aber gut, den Ball abgefangen. Ömer Kayaoglu, der schlachtet jetzt den Turbo, hat dann eine Chance vorbeizukommen. Nee, aber das da ist gar nicht mal so ein perfektes Abspiel. Da setzen sie ihren Torhüter Kai Schotte auch ordentlich unter Druck. Aber leider die Beine da ein paar Zentimeter zu kurz. Und damit kennst du dich ja wieder ganz gut aus, habe ich mir sagen lassen. Nee, du redest heute mit dem Köbi, nicht mit dem Ali. Das ist dir schon klar, gell? Aber gut. Ich sehe, wir sind heute schon wieder in Hochform. Benny. Wir sind in Bestform. Das freut mich außerordentlich. Aber schauen wir wieder aufs Spielfeld. Da ist jetzt Axel Neumann, der versucht, den Spielaufbau voranzutreiben. Fällt aber nichts anderes ein, als zurückzuspielen. Axel Schotte jetzt auf Serdal Güneş. Rechts außen. Langer Ball auf Lasnim Dautai. Und der war im Abseits, sagt der Linienassistent.
Wollen wir es ihm glauben? Ich glaube, wir glauben es ihm, ja. Und auch bei Wiescholek scheint da alles wieder rund zu laufen. Ja, weiß noch nicht so recht, wo er das Leder hindreschen soll. Ja, auf Tool, auf wen sonst? Und Tool raus für Ömer Kayaoglu, aber Kai Schotte, der hatte das in der Nase. Und deswegen gut antizipiert und aufgepasst. Musste ja schon einmal hinter sich greifen. So, und jetzt bin ich umringt hier von Köbis. Und beide sehen relativ entspannt aus. Und das können sie auch sein. 13 Minuten gleich um. Und die Eintracht führt hier nach diesem Blitzstart mit 1:0. Ja, man sieht es jetzt eigentlich ganz gut im Bild, dass die Hass ja versucht, die Räume eng zu machen. Die Abstände sind gerade sehr, sehr eng. Trotzdem kommt da Kevin Heinz an den Ball. Kann sich durchsetzen, Kevin Heinz im Strafraum. Lässt sich nicht fallen, legt ab. Anton! Und Anton mit diesem Schuss. Ja, warum denn nicht? Hat mir auch gerade gut gefallen, Kevin Heinz. Der hat da noch einen Tritt von hinten mitbekommen, lässt sich aber nicht fallen, sondern steht sofort wieder auf, berappelt sich und will den Freistoß gar nicht erst haben. Vorher gut nachgesetzt da von Anton. Da kriegt er einen mit, lässt sich nicht fallen, guckt in die Mitte, sieht, dass Anton da frei steht. Genau. Aber dann sein Schuss zu unplatziert. Taya Paran von Vlasnim Dautal bedrängt. Simon Maurer mit der langen Eröffnung auf Kaluanga, der ja auch deutlich sich verbessert hat in den letzten Spielen. Und immer besser in die Mannschaft findet nach seiner Verpflichtung zur Winterpause. Maurer wieder langer Ball auf Christoph Anton. Aber das war abseits. Jawohl. Enesov Sechetter gut antizipiert, stellt ihn ins Abseits. Ja, gab da eine schöne Home-Story von TV-Redakteur Mirko Plahak. Der hat nämlich Kaluanga in seinem Domizil in Schweich besucht. Und gab es eine schöne Umschreibung. Kaluanga, der hat eine einjährige Yorkshire-Terrierin. Oh. Und Mirko Plahak sagte, die haben einiges gemeinsam, aber insbesondere die Quirligkeit. Und dass sobald ein Ball im Spiel ist, die Konzentration nur noch auf dem Ball ruht. Gut. Da haben wir den Mann, den Hundebesitzer, das Herrschen im Bild. Und er versucht da auch noch den letzten auszuspielen. Und das müsste Einwurf geben, jawohl. Ja. Und er sagt von sich selber, eigentlich ist er ja eher ein Mittelfeldmann. Aber da auf der rechten Außenbahn in der Verteidigung. Das ist eine neue Position, die ihm aktuell immer mehr Spaß bereitet. Aber halt auch insbesondere deswegen, weil er halt öfter mal so Ausflüge wie jetzt gerade machen kann. Und da kommt der Kopfball und der ist zu nah vors Tor gezogen. Eintracht weiterhin in Ballbesitz. Heinz mit dem langen Ball nach draußen. Kayaoglu. Setzt da Joshua Eaton unter Druck und das erfolgreich, denn da ist wieder Kaluanga. Jason Kaluanga, du hast es erwähnt, die Konzentration liegt auf dem Ball, auch wenn wir hier jetzt ein falsches Bild sehen. Wir haben noch ein Bild von Ömer Kayaoglu leider hier drin in seiner Statistik. Aber Jason Kaluanga, ich habe es erwähnt, er findet immer besser in die Partie rein und man merkt es ihm förmlich auf dem Feld an. Von Spiel zu Spiel wird er ein immer besseres Rädchen in unserer Mannschaft, Benny. Taya Paran, auch dessen Formkurve in den letzten Wochen zeigt stark nach oben. Musste sich ja erstmal an die Oberliga so ein bisschen ranschnuppern und reinkämpfen. Ja,
Und auch da, wenn dieser Ball gerade nicht ganz so optimal war, Taya Paran auch eine Verstärkung für unser SVE-Team. Jetzt mal gefährlicher Konter Abseits. Über die linke Seite, aber De Sousa einen Schritt zu weit vorne. Ist dem Assistenten an der Außenlinie glücklicherweise nicht entgangen. Ja, apropos entgangen. Niklas sitzt immer noch in Berlin, wie wir hören. In diesem Sinne beste Grüße nach Berlin. Und beste Ali. Grüße an Ali, genau. Der zieht nämlich diese Woche um und kann leider auch nicht dabei sein. Wo zieht er hin, ins Tiefparterre oder wo zieht er hin? Ich glaube, es ist eine Souterrain-Wohnung. Okay, ja. Ist klar. Maurer am Ball. Auch zu dem können wir heute was sagen. Happy, happy Birthday. Der Eintracht-Kapitän hat Geburtstag oder feiert heute Geburtstag. Das Alter verraten wir natürlich nicht. Das macht man ab 25 standardmäßig nicht mehr. Na gut, Köbi, du guckst mich jetzt so an. Bei Frauen vielleicht ab 20 nicht mehr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau. Ja. Und aktuell, das Spiel plätschert vor sich hin. Eintracht versucht Druck aufzubauen, um hier direkt das 2:0 nachzulegen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Ja, auch aus dem Grund, weil es tatsächlich so ist, wie es sich vorher schon angedeutet hat. Bingen steht wahnsinnig tief und die Defensivreihen ziemlich eng zusammen. Jetzt vielleicht mal nach diesem Ballgewinn die Möglichkeit. Tuul. Ah, und Ömer Kayaoglu. Kriegt den Ball da nicht richtig kontrolliert. Aber das gefällt mir gut, wie er ins Spiel eingebunden wird, auch von seinen Mitspielern. Dieser versuchte Doppelpass gerade zwischen Kayaoglu und Hendrik Tuul, das ist das, was ich eingangs erwähnte. Man könnte meinen, ja, er hätte in seinem ganzen Leben nichts anderes gemacht. Und das, muss ich sagen, finde ich echt bemerkenswert bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn man dich reden hört, Köbi, dann denkt man auch, du hättest das ganze Leben nichts anderes gemacht. Du müsstest doch wissen, dass ich nichts anderes mache, außer reden. Ja. Wenn es einer wissen muss, Benny, dann du. Nee. Ich will aber auch nicht wissen, wo du schon überall Hand angelegt hast. Also von daher. Das geht dann auch wieder zu weit, ne? So, und jetzt suchen sie da die Lücke. Taya Paran bietet sich da an. Schöner Pass. Wieder auf Tuul. Du hast es gesagt, er wird prima eingebunden. Kevin Heinz flankt da mal direkt. Der Kapitän klärt aber. Per Kopf, Enes Softic. Taya Paran versucht da nochmal Anton ins Spiel zu bringen. Der Ball nicht weit genug. Taya Paran, was war das denn gerade für ein Karate-Tritt Richtung Ball? Der scheint öfter mal einen Bruce Lee-Film sich anzusehen. Ja. Tuul wird gelegt von Dennis Dantan. Und dann kriegt er auch noch einen Tritt ab und jetzt wälzt er sich. Und das ist, ich will da keine Absicht unterstellen, aber das ist jetzt schon das zweite Mal. Eben müsste es Dautai gewesen sein, der da wie Scholek noch eins mitgibt. Jetzt ist es Hendrik Tuul, der da auch nochmal einen Tritt abbekommt in die Magengrube. Also das muss nicht sein. Und Nelson Rodriguez, der Trainer, steht da an der Außenlinie, ebenso sein Pendant auf der Eintracht-Bank. Wir schauen jetzt mal auf diesen Freistoß. Kevin Kling. Jo. Kann man machen, muss man nicht. Nee. Aber Benni, 20 Minuten sind rum, vielleicht kurzes Zwischenfazit an dieser Stelle. Hau raus.
Jetzt wollte ich dich ein bisschen fordern, aber gut, dann mache ich das an der Stelle. Ja, ich denke, die Führung geht in Ordnung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt Bingen einmal gefährlich vor dem Tor mit durch Enes Sovcic. Nach knapp 10 Minuten, ansonsten denke ich mal, sind wir die dominierende Mannschaft, sind gut im Spiel. Tun uns natürlich jetzt nach der Führung ein bisschen schwerer, hinten durchzukommen, weil Bingen sehr, sehr tief steht. Und wenn sie nach vorne kommen, dann versuchen sie das durch lange Bälle schnell das Mittelfeld zu überbrücken, so wie jetzt gerade wieder probiert. Aber solange wir da so einen Karatekünstler haben wie Jason Dayaparan, der da im Mittelfeld schon alles abräumt, sind wir da, denke ich, gut aufgestellt. Ja. Nach 22 Minuten unterschreibe ich das jetzt. Und ich hoffe, dass halt unser Halbzeit, aber vor allen Dingen dann auch unser finales Fazit nach 90 Minuten ähnlich ausfällt. Aber jetzt erstmal Konzentration auf Baris Yakut, der beim Freistoß steht, zusammen mit Sascha Kraft. Baris Yakut bringt die Flanke rein, die kommt gefährlich, aber da ist Dennis Wischulek. Pflückt das Leder runter, langer Ball auf Jan Brandscheid, der schon wieder aufzieht im Laufduell mit Joshua Eaton, der aber klärt. Ja, da ärgert er sich und bedankt sich dann auch für diesen Ball bei Wischulek, bei seinem Torhüter. Aber irgendwie sah er sehr unglücklich aus. Der wusste nicht genau, wo der Ball hinkommt. Da wäre eventuell mehr drin gewesen. Aber der rackert ja. Der rackert ja. Und seit letzter Woche wissen wir ja auch... Oh, was war das denn für ein Strümpfchen? Cool, war kein Ball, Abseits, legt nochmal ab. Kaya Oglu. Für Kaya Oglu und dann die Grätsche von Joshua Eaton. Die bereinigt dann die Situation. Aber die Eintracht, sie reißt mit. Es gibt hier Szenenapplaus. Immer wieder brandet er hier auf der Haupttribüne des Moselstadions, weil die Zuschauer merken, da ist eine Mannschaft, die will. Und da ist eine Mannschaft, die kann. Kaluanga, macht er gut, macht er zweimal gut, ja, und dann findet das Leder den Ball auch wieder in die blau-schwarz-weißen Reihen. Guter Ball, kein Abseits, ein bisschen zu weit und wieder Kai Schotte, also der Mann ist immer hellwach. Der macht die Schotten dicht. Auf den hast du gewartet, Benni, gell? Hey. Komm, Sarah. Hey, Köbi. Und ich bin mir sicher, da fallen dir heute noch ein paar ein. Also. Aber es ist irgendwo, nee, es ist auffallend, jetzt mal ohne Flachs. Also die Bälle, die gespielt werden, die kommen immer in die Schnittstelle zwischen Joshua Eaton und Enes Hofsic. Das scheint so ein bisschen die Schwachstelle zu sein, die Josef Sinada ausgemacht hat. Also wenn wir über die rechte Seite angreifen, fast immer über zwischen diese zwei Spieler dann dieser Ball. Das war vorhin bei dem versuchten Doppelpass zwischen Kaya Oglu und Hendrik Thul schon der Fall gewesen. Jetzt dieser lange Ball von Moritz Roth auf Jan Brandscheid. Das ist irgendwo dieser Punkt, dieses Loch in der Abwehr. So, und da gibt es 10 Applaus für De Sousa. Ja, weil der ist schön in die Bitburger Bande reingelaufen. Ja, nachdem da ordentlich der Zweikampf ausgeführt wurde. Ball im Aus. Okay. Hendrik Thul. Ja, vielleicht ist das tatsächlich sozusagen der Loch im Fels, der Loch in der Abwehr, diese Schnittstelle, die du da gerade erwähnt hast. Kaluanga macht das gut. Kriegt den Ball sofort. Postwenden zurück. Dann toller, eröffnender Platz. Immer Kaya Oglu. Spielt nochmal in die Mitte. Jetzt geht's ein bisschen zu langsam. Und da tritt er hinten Boden. Moritz Roth. Hatte sich Toni ein bisschen freigelaufen auf der linken Seite. Da hatten sie wohl vor, ihn zu bedienen. Aber wir sind ja noch im Ballbesitz. Kevin Heinz zieht wieder auf. Toni deutet an, dass er durchstecken soll. Nee. Und er probiert es mal direkt. Aber... Ball titscht einmal auf, aber vielleicht hört man es im Hintergrund, es gibt tatsächlich bei jeder Aktion, die so in der so ein bisschen Feuer ist und die Eintracht zeigt, wozu sie in der Lage ist, jo. Das wird direkt mit Klatschen gedankt. Haben wir so auch schon lange nicht mehr erlebt, Benni, ne? Nee.
Toni. Ja. Ja. Da ist natürlich jetzt Vlasnev Dautai absolut nicht von überzeugt von dieser Schiedsrichterentscheidung von Matthias Edrich. Kriegt da auch ganz, ganz böse Blicke zugeworfen, aber... ja. Der Schiri hat die Pfeife. Und ich dachte, ich hätte sie neben mir. Ja, hast ja gerade gesagt, Markus hätte eben neben dir gesessen. Ach so, ja, so war das gemeint. Ja, ja. Ah, Pech da für Jan Brandscheid. Gut zugestellt von Heinz. Ah, der Ball eher eine Vorlage für den Gegner. Aber ja, Paran, überragend. Der heute abräumt da hinten bis hierhin. Und jetzt der lange Ball auf Kaya Oglu. Kann Brandscheid den mopsen? Nee. Hand. Handspiel wird nicht gepfiffen. Ja. Oh, das sieht übel aus, Jan Brandscheid. Ah, hält sich da auch direkt das Gesicht. Schiedsrichter hat die gelbe Karte schon in der Hand. Ja, und da kann er gucken, wie er will. Baris Yakut. Damit geht er als Erster in die Statistik ein heute. Als Kartenträger. Unterdessen nochmal die letzten Tipps da. Für Hendrik Thuhl. Von Josef Sinar. Aber Brandscheid, der beißt auf die Zähne. Zack, und da sehen wir es eingeblendet. Danke, Köbi. Die gelbe Karte. Und die hat er sich verdient. Die hat er sich redlich verdient, ja. So, jetzt haben wir hier diverse Optionen. Links ist Kevin Heinz glockenfrei. Da guckt er auch hin, Simon Maurer, da kommt der Ball hin. Und Heinz. Ja, Anton kommt da nicht an den Ball. Kevin Kling. Taya Paran mit ein bisschen Glück. Eintracht weiter in den Ballbesitz. Jetzt startet Kaluanga und auch das hat er gesehen, Simon Maurer. Aber Kaluanga zieht sich da zurück, weil an den Ball kommt er nicht. Und überlässt dann den Zweikampf Ömer Kaya Oglu. Ah, zu weit vorgelegt von Moritz Roth, schade. Aber Situation bereinigt. Vom Geburtstagskind von Simon Maurer. Kevin Heinz. Ah, nimmt das Risiko auf sich, aber zieht auch das Foul von Philipp Schrimp, der sich da ziemlich aufregt. Und ja, jetzt habe ich kurz gemeint, er würde gelb zücken, aber tut er nicht. Aber wenn er so weitermacht, kriegt er die noch. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, die Worte von Matthias Edrich, dem Unparteiischen, fallen in etwa so aus. Wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann will ich niemanden haben, der sie anzweifelt. Mit anderen Worten, du betrittst vielleicht den Platz mit deiner Meinung, aber du gehst runter mit meiner. Sehr schön, Benny. Kevin Klingen. Ja, Duell zwischen den beiden Dreiern. Kevin Heinz und Sascha Kraft. Kraft gewinnt. Ja, und die Zuschauer hier auf der Tribüne monieren gerade, dass da Kevin Heinz geschubst wurde. Wurde er auch, aber da war er bereits im Aus. Also, ja. Wir sind ja hier nicht beim Hallenheimer. Und auch da volle Cleverness von Kevin Kling. Stellt den Ball zu, den Weg zu. Lässt den Ball dann ins Ausgehen. Abspiel von Toni auf Brandscheid, nicht genau genug. Jetzt kriegt Brandscheid nochmal den Ball. Erneuter Einwurf für die Eintracht. Es hat so ein bisschen was vom Karbach-Spiel, die ganze Sache hier. Es gibt eine Mannschaft, die versucht hier Fußball zu spielen. Guter Eröffnungspass von Thuhl. Kaluanga auf Kaya Oglu, der behauptet den Ball da, geht an die Grundlinie, legt nochmal ab für Kaluanga. Keine Ballübergabe, Kaluanga will da mit dem Kopf durch die Wand, macht er gut. Ja. Und dann wird er gefoult. Und es gibt hier den nächsten Applaus und so langsam kriege ich Gefühle.
Gut, ich rücke da mal etwas weiter nee, nach links. Nee, also, dass die Zuschauer das heute hier, ja, nee, das diese völlig richtig, ja. Leistung und die Einsatzbereitschaft der Mannschaft und natürlich auch das 1:0, die Führung, so anfeuern, auch bei diesem Freistoß gibt's Unterstützungsapplaus. Ball kommt in die Mitte, gar nicht mal so schlecht. Ball wird dann nochmal abgelegt auf Jason Taiparan, der schießt nicht sofort, sondern auf Anton, der mit einer Flanke. Ja, und ja, aber Rot schiebt. Joshua Eaton oder räumt ihn ganz resolut beiseite. Und wenn ich das richtig sehe, wird da unten ein Wechsel vorbereitet bei der Hassia. Übrigens, faszinierendes Detail, Benny. Du wirst mich hassen, ja. Aber wenn es das Laufduell Heinz gegen Kraft gibt. Ja. Das ist ja quasi das Ketchup-Duell. Oh Gott. Stimmt. Ah, guter Ball da auf Kaluanga, der versucht vorbeizugehen, kommt dann nicht vorbei, setzt nach, bleibt in Ballbesitz, beziehungsweise er kämpft ihn sich zurück, wird jetzt da umringt von Dreien, schafft es trotzdem den Ball abzuspielen auf Ömer Kayaoglu. Und Ömer Kayaoglu wieder mit drei Mann da bewacht. Und jetzt der Ball. Oh, ja. Ja, aber im Abseits ist richtig. Ja. Ja. Ist richtig. Ja. Die Eintracht, sie drückt hier. Und mein Gedanke von eben, den noch kurz zu Ende formuliert, erinnert mich so ein bisschen an Karbach, nicht ganz so schlimm. Aber hier versucht nur ein Team wirklich Fußball zu spielen und Fußball zu zeigen. Während, ja, hast ja wie zu erwarten, sehr tief steht, relativ wenig fürs Spiel tut, eher auf Fehler lauert, aber bislang macht die Eintracht einfach keine. Ja, wir bieten halt einfach da keine Angriffsfläche momentan. Das Einzige, wo es gefährlich wurde, das bestätigt deine kühne These, Benny, war aufgrund des... Ball gespielt! Oh. Das ist für mich jetzt... Ja, Sehe ich eher weniger so. Um meinen Gedankengang gerade nochmal zu Ende zu bringen, die einzige gefährliche Situation, die Hassia hatte, war ja nach diesem Eckball, den wir ihnen praktisch geschenkt hatten. Also dieser eine Fehler, den wir gemacht haben. Hinten in der Defensive. Und jetzt liegen da, ja, wer ist es auf Binger Seite? Das sehe ich jetzt gerade nicht, aber es war Maurice Roth. Der steht auf jeden Fall schon wieder, das ist gut. Ja, aber für mich halt auch... nicht die richtige Entscheidung hier anzuzeigen, das war Ball gespielt, also für mich eine überraschende Auslegung dieser Situation, um es mal diplomatisch, ich weiß nicht, wie du sie gesehen hast. Ja, sagen wir mal, überraschend trifft es ganz gut, während wir unten sehen, dass sich Fabian Liesenfeld, der Ex-Mainzer, ein Spiel in der zweiten Liga hat er absolviert, warm macht, dann wird er wohl tatsächlich gleich aufs Feld kommen. Ich bin gespannt, was sich da Nelson Rodriguez überlegt hat, während Hendrik Thuhl Axel Neumann bedrängt und ihn erfolgreich bedrängt. Oh, und das ist das nächste Mal. So, jetzt wird es ein bisschen schmutzig. Und Kaluanga abgeräumt und der Ball war schon lange weg und das ist eine dunkelgelbe Karte. Wer ist es denn? Wer hat sich's abgeholt? Der Mann mit den orangenen Schuhen, das ist die Nummer 20. Axel Neumann. Eben gerade jenen erwähnten, der von Hendrik Thuhl bedrängt wurde. Da sind ihm wohl sämtliche Gäule irgendwo durchgegangen. Ja, sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Und wir schreiben schon die 36. Minute. Nächste gelbe Karte für Bingen. Und die Eintracht hat es bislang einfach noch nicht nötig, mit dieser Härte zu agieren. Oh, Simon Maurer, okay. Und Dennis Wischolek, der wutzt das Ding raus. Super Doppelpass. Ah. Ja, das war der Pass in den freien Raum von Serdar Güneş. Und der Raum war so frei, dass da gar kein Spieler zu finden war. Dennoch, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir uns hier irgendwo, ich sag mal, einlullen lassen. Wir wissen das zu Genüge, dass bei Bingen manchmal eine Aktion reichen kann. Die haben halt mit diesem verlassenen Dauerteil, der da jetzt den Dennis Wischolek vorne anläuft,
wirklich einen brandgefährlichen Spieler drin, der ja auch schon bei Waldhof Mannheim seinerzeit lange gespielt hatte. Eher so ein bisschen in der Versenkung verschwand bei RWO Alzey. Und da haben die Binger den wirklich nochmal so ein bisschen aus dieser Versenkung rausgeholt, Anfang der Saison. Er hat die Saison auch begonnen noch in Alzey. Und hat sich dann schon wieder so ein schmutziges Ding. Ball war schon längst weg. Da kann man auch mal eine gelbe Karte für zeigen, Schiri. Also, das Spiel nimmt gerade von der Härte eine Wendung, die mir alles andere als gefällt. Aber um den Gedankengang gerade noch zu Ende zu führen, Benny Flasnim Dautal, wie gesagt, war in der Versenkung verschwunden. Hatte, ich glaube, 2 Jahre in Alzey gespielt. Oder 3 Jahre sogar in der Landesliga und in der Verbandsliga. Und hatte sich Anfang der Saison, glaube ich, dort mit dem Trainer überworfen, wenn man die Pressemeldungen seiner Zeit richtig verfolgt hatte. Und ist dann mehr oder weniger nach Bingen geflüchtet und erlebt jetzt hier so eine Art zweiter Frühling. Ja. Frühling ist das richtige Stichwort. Frühling lässt sein blau-schwarz-weißes Band wieder flattern durch die Lüfte. Hurra, hurra, der Lenz ist da. Ja, er steht doch gar nicht auf dem Platz. Und da muss er zurückspurten. Kevin also, Heinz wird da von Schrimm verfolgt. Und das löst er nicht gut. Das war Heinz gegen Kraft. In die Mitte, Kopfballabwehr, Maurice Roth. Wird er schon wieder gefoult. Und es gibt gelb. Und es gibt die nächste gelbe Karte für Axel Neumann. Der 20er hatte doch eben gerade schon gelb bekommen, oder? Ja, hatte ich jetzt auch so gesehen. Dann ist das jetzt für ihn hiermit und die gelb-rote Karte. Erledigt. Und auch dafür gibt es Applaus von der Tribüne. Das hat er sich nämlich hart erarbeitet. Und ich glaube, das war jetzt innerhalb von 6-7 Minuten maximal. Yep. Und für mich absolut die korrekte Entscheidung. Und Nelson Rodriguez, der steht da ziemlich fassungslos außerhalb der Coaching-Zone. Und klatscht seinen Spieler trotzdem ab. Obwohl ich glaub, er sich hier gerade kaputt ärgert. Das waren keine 5 Minuten, Benny, zwischen der gelben und der gelben. Ja. Aber nochmal, ich sage absolut vertretbar, weil war ein taktisches Foul zum Unterbinden des Konters. Und auch da hat man gesehen, Maurice Roth wollte das eigentlich nicht. Der wollte den Ball weiter haben und wollte da eigentlich die Aktion fortsetzen. Das hat natürlich jetzt nur zur Konsequenz, dass die Binger noch weiter sich zurückziehen werden. Und die Räume enger stellen werden. Und ich sag's nochmal. Gut, erkämpft von Christoph Anton den Ball da. Jetzt muss er raus zu Heinz, so ist es. Ich mahne und warne allerdings nur. Flasnim Dautal, wie gesagt, brandgefährlich vorne. Kontern können die. Und diese Grundsituation, die wir jetzt haben, die lädt natürlich zum Konterspiel ein. Gut gedacht. Und gut wieder aufgepasst. Und direkt das nächste Foul. Ball schnell ausgeführt auf die rechte Seite. Ömer Kayaoglu. Kaluanga. Flanke kommt rein, aber die Flanke, die kommt ein bisschen. Also es war so ein halber Schuss. Da war aber viel Druck dahinter, mein lieber Schwan. Du. Kennst du, ne? Sag ich jetzt nichts zu. Kann ich aber mit umgehen. Ricardo, stehen die Tränen in den Augen, unser Kameramann. Ja, dieses Spiel hier lädt das aber dazu ein, ich frag mich kompletten Frohsinn zu auszustrahlen. Kein Abseits da. Ja, und dann mal der Volley, das Volley-Schüsschen von Maurice Roth. Wir schauen wieder auf die Verteidigung und Kaluanga, der macht das einfach richtig gut. Maurer. Kling auf Heinz. Heinz behält da erstmal den Ball, macht einen Ausflug Richtung Mitte und dann im Abspiel. Ja, zeigt das an. Mensch, Brandy, erinner dich, wir machen es einfach wie im Training.
Kaluanga per Kopf geklärt. Ball im Aus, Einwurf für Joshua Eaton. Ja, auch wieder den Torwart da unter Druck gesetzt, Ball abgefangen. Ah. Jason Tayaparan, und das war ein Ball, der war wirklich ziemlich gut durch die Schnittstelle da auf Lassem Dautai, über den du eben ja die halbe Lebensgeschichte erzählt hast. Wer kann, der kann. Ne? Wer kann, der kann. Und gut dann durch eine Grätsche die Situation bereinigt. Kevin Heinz und Sascha Kraft wird jetzt diesen Eckstoß. Der wievielte ist es? Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht mitgezählt. Ja. Ja. Gut. Hauptsache Flossen im Dauter. Gell? Grüße an die statistische Abteilung. Und gut aufgepasst da von Simon Maurer. Und Kaya Oglu macht das eiskalt gegen De Sousa. Ich meine, es müsste aber die zweite Ecke gewesen sein für die Hassia, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann hat unsere statistische Abteilung heute, was Eckenchancen, Fouls angeht, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Fehlanzeige. Ah, gut gegrätscht. Wieder Jason Tayaparan. Brandscheid setzt jetzt Schotte unter Druck. Und jetzt verfolgen sie hier tatsächlich Bingen bis in den eigenen 16er. Da winkt Kraft, dass er bereit steht, aber Ballabgabe von Kai Schotte war nicht gut. Brandscheid, der regt sich richtig auf. Anscheinend guckt der Schiedsrichter da nie nach den Hacken von ihm. Da ist Toni. Da wir von Hacken geredet haben, trifft die Hacken von Philipp Schrimp. Meeresfrüchte? Okay. Es sinkt für Sie das Niveau. Das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Ohne Quatsch. Deine sind so flach, die kann man faxen. Und du sprichst hier von Hautcreme. Ich könnte wahnsinnig werden. Und das war... Was auch immer. Gut. So plätschert die letzte offizielle Minute der ersten Halbzeit. Eintracht. Ja. Kaluanga. Der kriegst wieder hin, sich da durchzusetzen. Sein Ball auf immer Kaya Oglu. Kaya Oglu behauptet den Ball, kriegt den nochmal abgespielt zu Kaluanga. Und das war echt ein Kunststück. Und auch hier zeigt Kaluanga wieder, was er da am Ball kann. Der immer noch im Ballbesitz. Aber mächtig ein, kriegt den Einwurf. Jawohl, kriegt den Einwurf. Nachspielzeit, 1 Minute. Oh! Aber kollektives Raunen. Brandscheid im Laufduell mit Sascha Kraft. Kriegt noch ein paar freundliche Worte, Sascha Kraft von Brandy hinterhergerufen. Nachspielzeit läuft. Wie viele Minuten? 1 Minute. Naja. Denke ich, ist die korrekte Entscheidung. Ja. Das denke ich auch, Benni. Einwurf jetzt für Sadal Güneş. Vielleicht die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. Ehe es dann in die Pause gehen wird, Baris Jakut legt den Ball ab. Für Joshua Eaton im Laufduell mit Jason Kaluanga jetzt auf der anderen Seite. Aber Kaluanga auch hier Herr im Haus. Und
Das war's in der ersten Halbzeit. Die Eintracht führt nach einer, wie ich finde, überzeugenden Vorstellung bis hierhin mit 1:0. Ist ein Mann mehr. Konnte die Defensive der Hasse ja früh überwinden. Und wir schauen uns schon mal ein paar Highlights an. Da sehen wir den Torjubel nach 49 Sekunden von Hendrik Thuhl. Einstand nach Maß für den Youngster, der für Dominik Kinscher reinkam. Dann haben wir hier unsere Aktion über Kevin Heinz, der den Ball dann reinbrachte, und den Abschluss von Christoph Anton. Also alles in allem haben wir hier wirklich eine sehr, sehr engagierte erste Hälfte gesehen der Eintracht. Und die Halbzeitführung geht für uns völlig in Ordnung bis hierhin. Und dann sind wir gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Und wir sind natürlich auch gespannt auf das Halbzeitfazit jetzt von unserem Benny. Benny, wir haben drüber geredet, über das Ketchup-Duell zwischen Heinz und Kraft. Deshalb gib du jetzt bitte deinen Senf zur ersten Halbzeit. Das war eine Überleitung, die mich kurz hat im hinteren Gaumenbereich kurz zucken lassen, aber ganz, ganz positiv und von ganz anderem Naturell heute unsere Eintracht-Mannschaft, die wirklich ein tadelloses und bislang komplett fehlerfreies Spiel hier aufzuspielen weiß. Also tatsächlich ein mitreißendes Spiel, das weiß auch die Haupttribüne durchaus zu würdigen. Es gibt viele Momente, in denen die Eintracht heute Beifall einsammelt. Das erste Mal natürlich nach knapp 2 Minuten mit dem herrlichen Treffer von Thuhl. Aber auch darüber hinaus, sie lassen ja einfach Hasia aus Bingen überhaupt gar nicht ins Spiel kommen. Da gibt es keine großen Chancen auf der Seite. Auf der anderen Seite stimmt bei der Eintracht heute manchmal hier und da das letzte Abspiel nicht so zu 100%. Deswegen, was die Chancenverwertung angeht, die eine Mannschaft hat keine, die andere, ja, die generiert so 90-prozentige, würde ich sie fast nennen. Und oftmals schafft es sich dann nicht, die letzten 10% noch nachzusetzen. Und dann natürlich, was dieses Spiel hier durchaus unterstützen oder unterstützen könnte und wo sich vielleicht das ein oder andere Loch im Fels noch mehr zeigen könnte, wäre jetzt in Durchgang 2 natürlich nach der gelb-roten Karte für Axel Neumann. Oder siehst du das eher so, dass die Hasia aus Bingen sich jetzt komplett hinten wie eine Handballmannschaft zurückziehen wird in den heimischen 16er? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Benny. Also ich rechne fest damit, dass die Räume jetzt noch enger werden hinten in der Defensive der Hasia und dadurch das Spiel für uns noch komplizierter wird, als es vielleicht sowieso schon nach dem Führungstreffer war, weil wir haben ja gemerkt, dass es nach dem Führungstreffer sehr, sehr schwierig war, vorne die Räume zu finden. Die paar Aktionen, die wir hatten, waren dann da, aber wir haben halt lange gebraucht, um sie zu finden, diese Räume. Und das wird jetzt noch komplizierter. Komplett hinten einigeln werden sich aber trotzdem nicht, weil, wie schon gesagt, Hasia Bingen sehr konterstark, vorne Vlasnim Dautai drin. Also sicher ist diese Nummer hier noch auf gar keinen Fall. Nee, sicher ist es nicht, aber die Vorzeichen, sie scheinen bislang alle positiv. Von daher freuen wir uns auf die zweite Halbzeit, machen jetzt ein kleines Päuschen und melden uns dann in gut 10 Minuten zurück mit Durchgang 2. Bis dahin! Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apps-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen.
mach etwas. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apples-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die Apples-App der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Drückt unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV.
verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Nice. Was ist denn das überhaupt? Apples. Apples, ist klar. Ja, Apples, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apples ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. Das war's mit dem ersten Durchgang unserer Eintracht-Mannschaft. Wir machen eine kurze Pause und melden uns kurz vor Wiederanpfiff mit den zweiten 45 Minuten zurück. Ihr könnt schon einmal über den Spieler des Tages philosophieren und in der Apples-App der Stadtwerke Trier abstimmen. Wir sind gleich wieder für euch da. Wählt jetzt euren Eintracht-Spieler des Tages. Ob im Moselstadion oder bei SVE-TV. Verfolgt die Partie und seid live dabei. Ladet euch jetzt kostenlos die FSF der Stadtwerke Trier für euer iPhone oder Android-Smartphone. Unseren Jungs die Daumen, trefft eure Auswahl und kürt euren Eintracht-Spieler des Tages. Am Ende siegt nicht nur unser SVE, sondern auch ihr könnt tolle Preise abräumen. Los, mach etwas! Und was gibt's Neues? Schuhe! Schau mal. Nice. Was ist denn das überhaupt? Apples. Apples, ist klar. Ja, Apples, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Apples ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Parken. Das ist Apples. So, und damit sind wir wieder zurück hier im heimischen Moselstadion, kurz vor Anpfiff oder besser gesagt wieder Anpfiff dieser Partie. Und Matthias Edrich, der guckt nochmal nach links, guckt nochmal nach rechts. Alles scheint bereitet. Auch die Trierer Karnevalslegende Andreas Heiser heute auf der Tribüne. Sieht hier einiges närrisch im Strafraum des Gegners. Da lacht er. Hassier-Wingen hat mit Beginn der zweiten Halbzeit... Und es gab einen Wechsel, Köbi. Das ist korrekt. Dennis Jesusa Ölzner und die 21, Baris Jakut, sind neu in der Partie. Die Nummer 9, Mukireo Serra und die Nummer 10, Fabian Liesenfeld. Ja, vielleicht was zu hören über die Außenmikrofone. Die Wechsel bei Hassier-Wingen raus sind mit der Nummer 11, Jesusa Ölzner. Und die 21, Baris Jakut, und für sie neu, schon angekündigt so ein bisschen, die Nummer 10, Fabian Liesenfeld, der Ex-Mainzer, und die Nummer 9, Mukireo Serdar. Das heißt, wir werden jetzt gleich dann hier ein paar Einblendungen haben hinsichtlich der Auswechslungen. Das dauert immer ein bisschen, bis die Grafik sich aufgebaut hat, deshalb seht uns nach. Aber sie werden kommen. Ich bin mal gespannt, Köbi, ob es hier nochmal so einen heißen Start gibt, wie eben zu Beginn der Partie. Das würde bedeuten, hier innerhalb der ersten paar Sekunden
ein Tor zu erzielen. Kaluanga. Abgabe in die Mitte abgefangen. Taha Paran spielt nochmal raus auf die linke Seite zu Kevin Heinz. Doppelpass mit Christoph Anton hat da nicht funktioniert, weil Anton gut zugestellt wurde. Ah, Ballweiterleitung von Maurice Roth da mit der Hacke auf Brandscheid, aber das war ein bisschen zu überraschend. Jo. Und jetzt gibt's hier den Einwurf für die Eintracht. Das wurde bei Bingen, glaube ich, auch nicht so gesehen. Maurer macht dann Ausflug mit nach vorne. Kaluanga. Nochmal zurück zu Maurer. Kevin Klingen. Heinz. Anton. Kevin Klingen, Anton, Anton, Anton. Und da ist Brandscheid beinahe gewesen, aber Enes Softic ist dazwischen. Und jetzt Fabian Diesenfeld mit gegen all seiner Erfahrung, die er hat, behauptet den Ball. Spielt auf Philipp Schrimp. Und da ist der neue Mann jetzt erst einmal auch wieder, Mukureu Serdar. Schotte. Auf Joshua Eaton, der gestört wird. Der 35er, Denis Arcan, Kaluanga. Kann den Ball behaupten, Taya Paran. Ja, zurück auf Simon Maurer, sie sehr gut gelöst. Wieder gut. Ja. Langer Ball, Kevin Kling auf Brandscheid. Kein und der Abseits. Wird gelegt. Und es gibt keinen Elfmeter, zeigt da Matthias Edrich direkt an. Und ich kann es verstehen, ja. Er legt sich den Ball viel zu weit vor. Und natürlich gab es da einen Zweikampf und er wurde ganz ordentlich auch von der Härte, vom Härtegrad geführt. Aber reicht für mich nicht, um hier zu pfeifen. Und die Eintracht-Defensive da wieder mit vereinten Kräften löst diesen Konter sofort, erstickt ihm im Keim. Und ich hoffe, du zitterst nur, weil der Wind jetzt hier ein bisschen aufkommt. Er bläst etwas sehr. Aber gut. Jetzt guck mich bitte nicht so an, das war mir klar, ja. Es ist doch noch etwas kalt. Ja. Zumindest hier im Schatten. Aber auch nicht so kalt wie in Karbach. Nee, das ist korrekt. Oh, richtig bei dem gut weitergeleitet. Spiel der Eintracht kann es einem ja auch warm ums Herz werden. Christoph Anton. Wieder kommt die Flanke und Brandscheid. Diesmal hat er richtig gut gelauert, aber die Flanke kommt ein Ticken zu nah an den Kasten von Kai Schotte, der das Leder darunter pflügt. Er pflügt das? Er pflückt. Danke. Ja. Ja. Bitte. Bitte. Und ein Ausflug der Gäste jetzt mal mit ein paar mehr Mann Richtung 16er von Dennis Wischolek. Aber auch das löst die Eintracht, ohne hier auch nur den Hauch einer Blöße zu zeigen. Ja, das kennst du ja, Benny. Und Kaluanga wird da angetrieben. Er soll da mal wieder über die rechte Seite gehen. Kaluanga, schön. Und der Ball da raus, auch das gut gelöst. Anton auf Heinz. Und da war Kraft dazwischen. Ja, weiß jetzt aber auch nicht, wie das da abseits gewesen sein soll. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ne? Aber gut. Da ist vielleicht noch was anderes vorgefallen. Ja, wenn ich das aber richtig interpretiere, auch das, was der Assistent da anzeigt, nicht, nö. Gut, sei es wie es sei, wir sind eh wieder halbwegs im Ballbesitz. Kai Schotte wird angelaufen von Brandy. Oh,
Und da ist der Ball wieder weg. Taya Paran räumt ab. Ah, und immer Kaya Oglu, dem fehlen da ein paar Millimeter an Höhe. Taya Paran gegen Dautai, kriegt das Foul. Will es aber auch nicht wahrhaben. Nee, ich auch nicht. Und da steht Sascha Kraft. Und auch das sofort und gut geklärt von Kaluanga. Jetzt sollen sie es mal schneller machen. Da wäre der Raum eventuell gewesen. Aber Kaluanga nimmt das Tempo raus, weil er da keine direkte Möglichkeit erkennt. Immer Kaya Oglu. Wieder raus auf Kaluanga. Und der hat wirklich Ballgefühl. Muss aber da abbrechen. Jason Taya Paran. Gut durchgesteckt auf Anton. Super auf Thul. Wieder Christoph Anton im Strafraum. Und Josef Sinar, der brüllt da unten in der Coaching Zone, schreit sich da fast die Lunge und die Seele raus, weil er natürlich hier gerne sehen würde, dass die Eintracht recht schnell noch einen drauflegt, um hier für noch mehr Ruhe zu sorgen. So ein 1-0, du hast es ja angesprochen und davor gewarnt, ist halt immer relativ knapp. Und da wäre es nämlich beinahe gewesen. Ja, aber da war ja der Maurer dazwischen. Und die Flanke geht vorbei an Freund und Feind. Gibt einen Einwurf für die Eintracht. Ja, das gab einen Schubser da von Dennis Darchan. Taya Paran hat jetzt die Zeit. Bisschen überhastet jetzt, da hatten wir bessere Optionen gehabt. Kevin Kling auf Heinz. Heinz muss ja noch ein paar Meter zurück machen. Taya Paran. Raus auf Ömer Kayaoglu. Der kriegt jetzt Unterstützung. Nee, wählt den Weg durch die Mitte. So, jetzt wird. Und jetzt. Was macht er jetzt? Jetzt gibt's Gelb für Softic. Aber war die Aktion nicht im Strafraum, Benni? Oder ja, habe ich mich da jetzt vertan? Wenn, dann hätte ich sie auch im Strafraum gesehen, aber der Schiedsrichter verlagert sie nach außen. Ich glaube nicht, dass ich das. Nee, habe ich nicht auf Band. Also Maurice Roth auf jeden Fall bei der Aktion oder nach dem Pfiff schon. Gut vier Meter im Strafraum, aber Schiedsrichter sagt, das Ganze hat begonnen kurz vor dem Strafraum und so liegt der Ball wirklich wenige Zentimeter vor der Linie. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer das Ding ausführen wird. Aber es hat sich auch keiner beschwert, von daher denke ich mal, wird das in Ordnung gehen. Ömer Kayaoglu nimmt da noch einmal Maß. Jetzt hat er den richtigen Abstand gefunden. Ball ist freigegeben. Ömer. Kayaoglu. Ja. Ja. Kategorie? Kategorie verbesserungswürdig. Schön gezirkelt, aber zu hoch angesetzt. Und währenddessen tigert hier Josef Sinar auf und ab. Alles andere als noch ein, zwei Tore können ihn hier nicht beruhigen.
Gut abgeluchster der Ball von Brandscheid. Der wird jetzt auch bedient von Ömer Kayaoglu. Winkel ist viel zu spät. Und das gibt Eckball. Jawohl. Ja. Das müsste die zweite Ecke sein. Wollte den Ball dann noch um Enes Softic herumlegen, aber da hat der Kapitän der Gäste bei dieser Aktion nicht mitgespielt. Oh, wir haben eine Eckenstatistik. Toll, ne? Ja. Ömer Kayaoglu. In der Mitte laufen sie jetzt ein. Das scheint einstudiert zu sein. Da hinten ist Schotte. Und währenddessen zeigt Nelson Rodriguez eben jenem Kai Schotte im Tor der Mannschaft vom Rhein an. Macht das langsam. Wir werden hier noch zu Chancen kommen. Jetzt nicht überhastet irgendwie das Leder rausbringen, sondern das Ganze soll kontrolliert vonstatten gehen. Ja, nicht schlecht gemacht da von Joshua Eaton gegen Ömer Kayaoglu. Ja. Da gab es aber auch wieder reichlich Proteste von Mukureu Serda für diese Entscheidung. Ja, aber kann ich nicht nachvollziehen. War eigentlich eine glasklare Angelegenheit. Er staucht da gerade den Edrich zusammen. Also da ist doch etwas, hat sich etwas aufgestaut bei der Hasia. Unterdessen geht da wieder Kaluanga über die rechte Seite. Diesmal bleibt er stecken. Und Dautai geht mit zurück. Und Ball ist wieder weg. Simon Maurer auf Kevin Kling. Der auf Taya Paran. Geordneter Spielaufbau. Tool, Taya Paran. Ball läuft gut durch die Reihen. Szenenapplaus. Kevin Heinz. Dass er da noch Zeit zum Applaudieren hat. Guter Ball auf Ömer Kayaoglu, der steht da frei auf der rechten Seite, zieht in den 16er. Jetzt kommt die Flanke, die ist, da ist okay, Christoph abgelegt. Anton, auf Christoph Anton. Und da pitcht das Ding ans Lattenkreuz. Hallo Wach! Hallo Wach! Trierer Moselstadion. Schauen wir da nochmal drauf. Erster Ball raus da auf Ömer Kayaoglu. Der setzt sich da richtig gut durch im 16er. Dann seine Flanke, ja, ziemlich weit nochmal raus. Gut abgelegt auf Anton. Der hat Zeit, der guckt, der legt sich den Ball zurecht. Und dann, zack, titscht der Ball ans Aluminium. So, aber jetzt, ja, Schotte, jetzt bloß keinen Fehler machen. Naja, was heißt bloß? War die beste Aktion in der zweiten Halbzeit bis hierhin von uns. Auch ein schön vorgetragener Angriff, hast du schon erwähnt. Hätte einen Treffer verdient gehabt. Ball kommt da durch, kleiner Fehler von Brandscheid. Was? Und das kann ich jetzt nicht verstehen. Und das ist ein Witz, was er jetzt da gerade zeigt. Mukaroy Serda liegt da auf dem Feld. Er gibt Brandscheid gelb. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Was auch immer Matthias Edrich da gesehen hat, okay. Ich habe da eine komplett andere Partie verfolgt. Gut, sei es wie es sei. Also, ist jetzt für mich tatsächlich nicht. Nee, nachvollziehbar ist das nicht, aber es ist so, wie du es gesagt hast, in Halbzeit 1, es ist die Entscheidung des Schiedsrichters. Und die besagt nun mal genau das, was wir jetzt auch sehen. Gelb für Jan Brandscheid. Das ist seine wievielte jetzt gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Die siebte, ja. Heinz kann den Ball kontrollieren auf Brandscheid. Gegen zwei. Schade. Taya Paran. Sie versuchen es nochmal. Kein Abseits. Brandscheid in der Mitte. Wäre Tool. Aber auch Ömer Kayaoglu. Zu wem spielt er? Zu Ömer Kayaoglu. Und der kriegt den Trick nicht durch. Schade. Jetzt behindern wir uns da gegenseitig. Jawohl. Chance vorbei. Und da wird doch das Huhn in der Pfanne verrückt.
solche Situationen, die musst du besser ausspielen. Ja, weil dann sind wir bei Franz Beckenbauer, der ist rechtzig. Naja, ja, der ist rechtzig. Davon sind wir auch noch weit entfernt. Unterdessen Ines Softic, der Kapitän, nochmal mit ein paar Worten an seine Vorderleute. Die sollen ja konzentriert weitermachen. Aber die Eintracht lässt sie da nicht durchkommen. Oh, kleiner Fehler. Maura, nee, gibt ja keinen Foul. So, Kaluanga. Da ist doch jetzt die komplette Seite offen. Und Anton wäre da mal besser durchgezogen. Die Eintracht, die presst da jetzt an vorderster Front. Jetzt muss Ömer Kayaoglu aufpassen. Ja, Ball nämlich raus da zu Eaton. Eaton gegen Kayaoglu. Aber gut abgefangen von Simon Maurer. Der schaltet sich jetzt mal in die Offensive ein. Jawohl, jawohl, ah, schade. Wen auch immer er da gesehen hat, einer von uns was nicht. Ja, ich denke, er wollte da mit dem Außenriss ja chippen, aber ist dann doch eher... Ist insofern schade, weil da die Hass ja einmal jetzt tatsächlich aufgerückt war und wir etwas Platz hatten. Abstoß vom Tor von Kai Schotte. Ostkurve möchte Ostkurve gerne eine Ecke. Sieht das anders. Und unterdessen Torge Hollmann mit Rufen. Lukas Sassosand, der soll jetzt in die Partie reinkommen. Jetzt passen wir aber erstmal auf Serda. Oh. Klanstart von Wischolek da. Und so spannend müssen sie es doch nicht machen. Ball ist übrigens noch im Spiel. Kaluanga hat ihn da geschnappt. Und Brandscheid versucht es da gegen mehrere Mann. Ja, und beschwert sich da, weil da keiner zur Hilfe kam. Kann ich verstehen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen die Situation, die wir nicht haben wollten, nämlich, dass Bingen frech wird. Finden ein bisschen besser ins Spiel. Es wird Zeit fürs 2:0, Benni. Ja. Und Brandscheid, der musste da jetzt einiges schon einstecken in diesem Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass das einen Wechsel gibt. Sassosand für Brandscheid. Hat viel gerackert. Ja. Brandy in dieser Partie. Hat auch viel auf die Hölzer gekriegt. Genau. So ist es. In der Tat. Wahre Worte. Durchaus. Schotte. Also Schotte tatsächlich hier als absoluter Aktivtorhüter zu bezeichnen. Greift da immer wieder aktiv, massiv ins Spiel ein. Und bislang geht das gut. Würde mich aber nicht wundern, ja, wenn er irgendwann dafür auch eine Quittung kassiert. Da waren so ein, zwei Aktionen dabei, die schwierig waren. Und so wie es aussieht, geht... Ja, wer geht denn? Ja, er ruft Brandit. Nee, Hendrik Thul. Ja. Hendrik Thul. Der Torschütze zum 1:0 kriegt auch einen ordentlichen Applaus. Und neu in der Partie unsere Nummer 11. Der Schönling, der Hübsche, Luca Sassosand. Ja, den Applaus hat sich Hendrik Thul absolut verdient. Ist jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen untergetaucht. Aber...
Wir werden es nicht vergessen, 45 Sekunden nach seinem Startelfdebüt mit seinem Treffer zum 1:0. Also super Leistung von Hendrik Thul in dieser Partie hier. Und dieser eine Treffer, den er ja erzielt hat nach 45 Sekunden, hat ja nach wie vor noch Bestand. Ah, schlechter Pass von Kaya Oglu. Ja, und das sind jetzt auch die Situationen, Benni, die wir eigentlich vermeiden müssten. Ja, und das die Ansage von Matthias Edrich an das Geburtstagskind. Aber nur weil du heute Geburtstag hast, lasse ich hier nochmal die gelbe Karte drin. Beim nächsten Mal bist du fällig. Ja, ist halt unnötig, Köbi. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Zumal da jetzt Kraft bereitsteht und das sieht so aus, dass er das direkt draufhämmert. Entweder direkt draufhämmert oder da steht Philipp Schrimp irgendwie so ein bisschen völlig ungedeckt da daneben. Aber es sieht eher nach einer Flanke aus. Kraft. Und da geht Taya Paran, wenn ich das richtig sehe, zu Boden. Und es wäre auch abseits gewesen. Ja. Und der Ball auch nicht im Tor, sondern ans Außennetz. Ja, da hat Taya Paran einen Schlag abbekommen offensichtlich. Die medizinische Abteilung ist auf dem Weg. Und Rodriguez Nelson nutzt die Gelegenheit, um seine Mannschaft nochmal zum Auftanken der Kräfte und einem Schluck Wasser einzuladen. Und Taya Paran, der liegt da auf dem Boden wie ein Seestern. Die Seesternstellung, Benni. Und es scheint so zu sein, als könne er auf dem Feld bleiben. Ja, Gott sei Oder? Dank. Nee. Ah, doch, sieht danach aus. Nee. Dreht er jetzt erstmal ab, also muss kurz raus. Jo, aber weitermachen wird er können, schätze ich. Ja. Ja, ja, klar. Ja. So, aktuell wieder gleiche Verhältnisse auf dem Feld, 10 gegen 10. Dürfte sich aber gleich wieder ändern. Erstes Zweikampf-Luftduell da von Sasso Sand. Nee, das ist zu einfach, Brandy. Das ist zu einfach. Und Kaluanga, der macht das einwandfrei. Löst er die Situation zusammen mit Simon Maurer. Bietet sich jetzt wieder im Offensivspiel an. Kriegt Kaya aber nicht Oglu. Den Ball. Ömer Kaya Oglu verliert da den Ball. Gegen Dennis Darchan. Liesenfeld, wieder Darchan. Nee, da kriegt das Foul so. Und das gibt Gelb für Ömer. Ja. Nee, für Simon Maurer. Hast Simon recht. Maurer. Ja, hast recht. Ja, Benni, das gefällt mir nicht. Nee, also die Tendenz der letzten Minuten, die gefällt mir auch nicht. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Grundnervosität, die sich im Eintracht-Team breit macht. Und ich kann es verstehen, weil wenn du so viele Möglichkeiten hast, da eigentlich das 2:0, 3:0, 4:0 zu besorgen und du kriegst das Leder einfach nicht nochmal ins Netz, dann fängt man da an zu zweifeln. Und unterdessen Leo Luca Diefenbach eilt zur Auswechselbank vom Warmmachen, dürfte also der nächste Kandidat sein hier. Und es sind noch gut 18 Minuten, die unserem SVI hier bleiben. Klick, klick. Glück. Ja, kennt man doch sonst von dir. Ja.
Ja, gefällt mir tatsächlich nicht die Tendenz hier. Kai Schotte. Luanga, angelaufen von Liesenfeld. Und macht das einfach richtig gut. Prendi holt Kai Oklu mit, etwas zu weit. Und das sind diese Pässe, die dann wehtun können. Serda. Und irgendwie haben wir in den letzten Minuten die Hoheit übers Mittelfeld verloren. Nee, so will ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Ja, Benni, doch, guck's dir an. Guter Ball und auf Prendi. Und das hat durch. Viel mit Glück zu tun. Ist das jetzt das Glück des Tüchtigen? Lukas Sasosan zeigt an, wo er den Ball hinhaben will. Aber da kommt Anton und der verstolpert den Ball. Prendi kriegt ihn nicht durch. Eintracht weiter in den Ballbesitz. Christoph Anton. Jason Tayaparan. Geht der Ball raus zu Kevin Heinz. Setzt sich gut durch. Kevin Heinz im Laufduell. Ball kommt rein. Da ist Brandschast! Ja! 2:0 und das ist super beruhigend. Und boah, du hast ja schon hier wieder Sachen herbeigeredet. Ja. Aber es sieht doch ganz anders aus. Und guckt euch diese Freude an bei Brandscheid. Sah lange danach aus, als wäre das wieder so eine Partie, wo er wahnsinnig viel ackert, aber einfach ohne Fortuna an seiner Seite bleibt. Aber jetzt ist es soweit. 74. Minute, es steht 2:0, Torschütze per Kopf, Jan Brandscheid. Und wir gucken nochmal drauf. Da kommt der Ball rein und... Zack, da steigt er hoch, macht sehr den Hasen gemacht. Kurz vor Ostern und nickt das Ding ein. Er macht den Hasen kurz vor Ostern. Ja. Gut, Jan Brandscheid. Und ebenfalls in der 74. Spielminute Wechsel bei der Eintracht für unsere Nummer 17, immer Kaya Oglo, spielt nun die 22, Leo-Luca Diefenbach. Und der nächste Wechsel auch direkt gleich bei der Eintracht. Ihr habt es vielleicht gehört. Leo-Luca Diefenbach kommt rein. Ömer Kaya Oglu verlässt das Feld. Und ich denke, Benni, wir haben ein bisschen schwarz, oder ich habe ein bisschen schwarz gemalt die letzten Minuten. Vielleicht haben es die Jungs ja unten irgendwie vernommen. Hoffentlich nicht. es war aber doch diese Tendenz, die war da. Du hast es ja auch angesprochen und von daher war dieses 2:0 jetzt aber zum absolut goldrichtigen Zeitpunkt gefallen. Ja, wobei ich es nicht so sehe, dass wir irgendwie die Hoheit über das Mittelfeld aus der Hand gegeben haben. Aber du hast absolut recht, da kam hier und da so ein frecher Nadelstich von Bingen. Der war halt da. Aber jetzt dürfte die Messe gelesen sein. Hoffen wir mal, ja. Mit einem Mann mehr, Viertelstunde zu spielen. 2:0 Führung zu Hause. In der Verfassung, in der wir gerade sind, speziell zu Hause, das wäre der 6. Heimsieg in Folge, den wir hätten. Läuft. Kaluanga, für mich heute auch wieder einer der Spieler, die ein richtig bärenstarkes Spiel gemacht haben. Rot auf Sasosand. Diefenbach, der war doch schon halb gestartet, aber Sasosand probiert selbst. Abseits. Ich wollte gerade sagen, in den Angriff rein, ich möchte die kühne Prognose machen, dass wir mindestens noch einen Treffer für uns erleben. Aber und die halbe Haupttribüne war hier schon aufgesprungen. Ja, eigentlich die ganze. Nur wir zwei haben es natürlich kommen sehen. Ja. Und was für ein Schuss da von Sasosan. Zunächst dachte ich, der spielt da nochmal irgendwie ab, aber ne, warum denn nicht? Und auch Kaluanga, der macht das hier. Ja, richtig abgezockt. Und Bingen wird noch das letzte Mal wechseln. Antonio Cerdatore wird reinkommen. Ein Name für Niklas, ja.
man auch die kurze Gelegenheit nutzt, Nelson Rodriguez, um seinen Spielern noch eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Und das da war, ja, auch wieder ein Versuch aus der Kategorie Nö. Kaloan, und das pfeift er nicht. Okay. Und zwar von Joshua Eaton. Oh. Aber Edrich, ja, hatte da Schwierigkeiten, das zu sehen, aber sein Assistent hätte es sehen müssen. Ja, allein er tat es nicht. Gut, gibt jetzt Nelson Rodriguez die Gelegenheit zu wechseln. Der letzte Wechsel bei den Gästen vom Rhein steht an. Und jetzt liegt da Maurice Roth. Da habe ich aber gar nicht gesehen. Ja, das war bei dem langen Ball. Die Christoph Schnorfall GmbH und Co. KG präsentiert die Zuschauerzahlen zu unserem heutigen Heimspiel gegen Hassia Wingen. Bedanken wir uns bei 817 Zuschauern. Eintracht Trier und die Christoph Schnorfall GmbH und Co. KG sagen Danke für euer Kommen. Und die 21 geht raus, Baris Jakut. Und die offizielle Zuschauerzahl des heutigen Spieltags, 817, haben es heute hierhin geschafft bei herrlichem Sonnenschein. Und der Betreuer zeigt an, scheint weiterzugehen für Maurice Roth. Kriegt jetzt noch eine Streicheleinheit, auch von Jason Tayaparan. Und dann noch den freundschaftlichen Klaps. Jetzt wird er aber richtig umherzt hier. Jason Tayaparan als Mentalcoach. Ja, hoffen wir mal, dass der neu eingewechselte Mann heute seinem Namen nicht alle Ehre macht und hier kein Serratore erzielt. Komm, der hätte von dir sein können. Der hätte von mir sein können, ja, das ist richtig. Ja. Ja, ja. Deswegen lässt mich das etwas sprachlos zurück gerade. Aber gut. Ja, das war wieder mit dem Ellbogen draußen. Und dann sehen wir gleich auch den Wechsel grafisch untermalt. Da kommt er rein. Antonio Serratore, Baris Jakut raus. Da ist Dennis Darchan auf Joshua Eaton. Und da ist er, der Serratore, erst einmal am Ball. Ja, Maurice Roth jetzt wieder in der Partie drin. Das heißt, wir sind jetzt aktuell auch wieder ein Mann mehr, so wie es sich gehört. Und dieser Ball, der landet bei Kevin Kling. Der schlägt eine Kerze auf Jan Brandscheid. Der kommt aber tatsächlich noch dran. Und Sasso Sand stellt den Körper rein, kann den Ball behaupten. Aber dann der Ball auf Brandscheid. Ja. Ja. Genau. Brandscheid, der läuft da wieder Schotter an. Das Duell haben wir auch schon mehrfach gesehen. Jetzt machen sie es aber zu zweit hier. Können sie sich auch leisten bei dieser Überzahl. Und das war gut gemacht. Und dann schaltet Sasso Sand zu spät, dass das da abseits gewesen sein soll. Aber der Schiedsrichter hat ja wohl ein kleines optisches Problem fürs Nachschießen. Wenn ich mir jetzt die Verhältnismäßigkeit angucke, der gelben Karten, die wir bekommen haben und die Bingen bekommen hat, das ist irgendwo... Ja. Für die Spielweise, die die teilweise hier über lange Strecken der Partie geliefert haben, das ist jetzt irgendwo ein Witz, muss ich sagen, wie es ist. Ja, ja, ist es auch. Also, und leider auch den positiven Gesamteindruck, den ich dann noch in der ersten Halbzeit durchaus von dem Schiedsrichter gespannt hatte. Also mit solchen doch sehr fragwürdigen Entscheidungen, ja. Jo. Untermauern sie den leider nicht. Das dürfte kein Problem sein für Kaluanga. So ist es. Ja, Ball nicht im Aus. Ja, doch, nee, sah ich jetzt nicht so.
Und auch die Haupttribüne sieht es nicht so gut, das ist naturgemäß immer der Fall. Aber den sah ich echt noch nicht mit einer vollen Drehung draußen. Aber Sei es wie es sei, Felix Fischer wird in die Partie kommen. Letzter Wechsel, auch wenn ich richtig gezählt habe, bei der Eintracht. Moritz Roth geht raus. Und Fischi neu in der Partie. Und es sind noch gute 7 Minuten regulär hier zu absolvieren im Moselstadion am Samstag, den 6. April. Ja, auch das muss ich Nelson Rodriguez recht geben. Hätte ich auch eher anders gesehen. Aber jetzt mal zum Vorteil des SVE. Und Bischolek, weiter Abschlag auf Diefenbach. Der lässt durch auf Brandscheid. Der legt nochmal ab zu Diefenbach. Der nochmal zu Brandscheid. So, und diesmal ertönt der Pfiff. Ball wird nochmal weggespielt. Ja. Wer darf denn diesmal? Brandscheid selbst, der Gefaulte. Den versucht er mit Sicherheit direkt. Jo, bleibt aber in der Mauer hängen. Eben hätte mich das noch meinen letzten Nerv gekostet. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, 2-0. Warum nicht? Ja, das gibt's Foul. Müsste Antonio Serratore gewesen sein. Ball schnell ausgeführt. Zuschauer wollen hier durchaus noch 3-4 Aktionen sehen, auch wenn da nur noch 5,5 Minuten auf der Uhr sind. Und Kevin Heinz, der hat da natürlich noch den Atem und zwingt so den Gegner zu diesem Ball ins Aus. Kevin Heinz hier immer mit dem richtigen Frühstück. Egal ob mit oder ohne Ketchup, ja. Kein Foul. Kaluanga startet, jawohl. Auf Kaluanga kommt er da dran. Nein. Der ist ein bisschen zu spitz. Kennst genau du auch, wie du. Okay? Ja. Ball im Aus. Ja, muss auch erstmal schaffen. Jo. Unsauber, Diefenbach da. Oh, und dann aber Fehler im Abspiel. Ja, aber da fahren sie Schotte genau. Ja, ja. Kann das, also ich habe ja schon gesagt, das rächt sich. Das ist wirklich mutig, wie der Torwart der Gäste da schon die ganze Zeit über agiert. Das ist ein Spiel auf Messerschneide. Fischer auf Kaluanga, macht das Spiel breit, kommt aber nicht vorbei
an Dennis Darchan. Und auch wenn der anzeigt, ich hätte gerne den Ball. Davon lässt sich Yannick Zayer nicht beeindrucken. Zu Recht. Ja. Diesmal lösen sie das nicht so gut, wie sie es im Spiel jetzt eigentlich die ganze Zeit gezeigt hatten. Sei es drum. Oh, Toni. Ja, das muss gelb geben, ja. Da bin ich bei ihm. Ja, da kam gerade der Ruf von jemandem auf der Tribüne. Das ist aber bald gut mit deinen gelben Karten, das stimmt. Aber die hier, die war dann doch berechtigt. Und dann schauen wir auf die Uhr. Wir haben noch 2,5 Minuten regulär. Dem 6. Heimsieg in Serie wird nichts mehr entgegenzusetzen sein. Ja, auch wenn und Wischolek mit Wischolek da gerade zusammenkratzt. Ja, aber Wischolek war ganz deutlich vorher am Ball und zeigt jetzt auch nochmal in Richtung von Fabian Liesenfeld. Junge, das da war ja wohl ein Witz. Und der winkt ab, der denkt auch, das war ein Witz. Aber ich denke, da sind wir uns einig, was die Bewertung dieser Szene angeht. Ja, also wie gesagt, für mich ganz klar Dennis Wischolek vor Liesenfeld am Ball. Ah, Ball hat sich noch gedreht. Das ist echt auch jetzt ganz klar der laute Ruf von der Tribüne. Das ist doch Schwachsinn. Ja, bisschen kleinlich. Maurer zurück auf Wischolek. Jetzt locken sie hier Bingen nochmal aus ihrem Mäuseturm raus. Ah, und Kalle Luanga, der probiert es da wirklich mit allen Mitteln. Liesenfeld setzt sich durch gegen Maurer. Liesenfeld, Ball kommt rein, kann geklärt werden von Kevin Heinz. Trotzdem nochmal die Gelegenheit per Flanke. Aber alles in allem kein großes Problem. Ja, Josef Sinar ruft da Sasso raus, Sasso raus. Das ist ihm jetzt trotz der sicheren 2:0-Führung etwas zu... Das zu defensiv, auch wenn jetzt hier Kevin Heinz wieder aufzieht. Kevin Heinz immer noch in Ballbesitz. Kevin Heinz, Flanke kommt auf Sasso Sand, wird abgewehrt. Und so gibt es den nächsten Eckball für die Eintracht. Und es gibt 3 Minuten Nachspielzeit, hören wir gerade. Also die Partie an sich plätschert jetzt so ein bisschen ihrem Ende entgegen. Simon Maurer im Ballbesitz. Langer Ball auf Kevin Heinz, der steht im Abseits. Sasso Sand erobert den Ball gegen Mukereo Serda. Da gibt es nochmal so eine kleine Privatfehde, kurz vor Schluss. Dennis Darchan. Ja, aber die Binger, die wissen es auch, diese Partie ist verloren. Jan Brandscheid schön auf Sasso Sand. Abseits, okay.
Das kann und man. Jetzt ist hier was los. Das jetzt ist hier was los, Köbi. Ja, das kann man anders sehen. Nee, das war nie im Leben abseits. Also, puh. Egal, es war keine spielentscheidende Szene. Aber natürlich, so ein dritter Treffer wäre natürlich schön gewesen. Und das war der Schlusspfiff von Matthias Edrich. Da waren es nur 2 Minuten anstelle der angekündigten 3. Aber uns soll es recht sein. Eintracht Trier schlägt Hassia Bingen am 26. Spieltag. Der Oberliga Rheinland-Pfalz sah völlig verdient mit 2:0. Und wir schauen uns, bis sich Benny in Position gebracht hat, ein paar Highlights schon mal an, die hier schon etwas durchlaufen. Da sehen wir früh in der Begegnung die 13. Minute, als es schon 1:0 stand. Kevin Heinz mit Christoph Anton. Und ja, ich denke, der 6. Heimsieg in Serie, er ist absolut gerechtfertigt und geht absolut in Ordnung. Und ich sehe grinsende Gesichter überall. 6 Heimsiege in Serie hatten wir auch schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Ich müsste ein bisschen in der Statistik kramen, wann wir das hatten, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Vielleicht weiß das Benny ja und kann uns eines Besseren belehren gleich. Aber gut. Da sehen wir gerade das 2:0, den entscheidenden Treffer zum 2:0 von Jan Brandscheid. Und dann, ja, würde ich mal zu Benny runtergeben. Benny, ich kenne eine Mannschaft, die hat 18 Punkte aus den vergangenen 6 Heimspielen geholt und dabei 18:2 Treffer erzielt. Kennst du diese Mannschaft auch? Die Mannschaft kenne ich auch nur allzu gut und das macht richtig, richtig Spaß bei den Heimspielen, ihr da bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Da geht es oder da handelt es sich natürlich um unsere Eintracht. Und ich sehe mich mal um, aber die Mannschaft, sie kommt traditionell ja noch mal im Kreis zusammen, feiert jetzt natürlich diesen Arbeitssieg. 2:0 heute hätte durchaus ja, ein 3:0, 4:0 werden können. Unterdessen höre ich da ja, aus den Katakomben, dass die Türen und die Wände gerade ein bisschen leiden, weil da sitzt der Frust bei der HSV aus Bingen sehr, sehr tief. So, und jetzt schaue ich mal, ob es ein Eintracht-Spieler zu mir ans Mikro gleich schafft. Deswegen, ich gebe nochmal kurz ab zu genau, dir und schauen wir uns mir noch ein paar Highlights ab, genau, und dann schauen wir mal, was wir da haben. Da sehen wir dann nämlich, gleich dürfte das 2:0 wieder. Nein, springt drüber, okay. Egal, also es ist alles gesagt zu dieser Partie, was eigentlich zu sagen ist. Völlig verdienter Heimsieg. Glückwunsch. Ja, und so. Ich sehe, Benny hat jemanden am Mikrofon und es ist unser Go-Getter, Jan Brandscheid. So sieht's aus. Ja, Brandy, den hast du heute versenkt per Kopf. Das war ein schöner Sprung. Glückwunsch zum Sieg und Glückwunsch auch zum Tor. Du hast ordentlich gerackert. Wie schwer haben es euch heute die Gäste vom Rhein gemacht? Ja, war sehr schwer. Ich glaube, man hat das gesehen. Haben nicht ganz so mit unserem Spiel geglänzt und dominiert, auch wenn wir ein Mann mehr waren. Ne? Das hat man gesehen. Muss nicht immer schön aussehen. Wir haben jetzt 2:0 gewonnen heute. Das ist das Ziel, 3 Punkte zu holen. Das ist gut. Das absolut und dazu auch Glückwunsch. Glückwunsch auch zu deinem Tor. Wie viel bedeutet dir dieses Tor? Weil man hat gesehen, zwischendurch hast du gehadert. Da kamen Pässe nicht ganz so, wie du das vorgestellt hast. Da wurde die ein oder andere Situation nicht so abgeschlossen, wie du das vorher sehr wahrscheinlich dir im Kopf vorgestellt hast. Aber du bist dran geblieben, du hast wieder gekämpft bis zur letzten Minute und hast dich dann selbst damit beschenkt. Ja klar, bin immer sehr glücklich, wenn ich treffe. Gute Vorarbeit vom Heinzer, freut mich sehr. Ja, war nicht jede Aktion gut heute. Aber dann muss man halt direkt danach wieder abschalten, sich auf die nächste Situation konzentrieren. Und wenn dann das Ding kommt, dann bin ich halt da. Ne?
Da warst du hellwach und hast das Ding, wie gesagt, sehr schön eingenickt. Wir haben es eben auch nochmal in der Wiederholung gesehen. Also wirklich ein Traumtor, auch gegen die Laufrichtung von Schotte. Ich weiß nicht, wir haben heute gedacht, wir hätten ausgemacht, dass die Tribüne heute ein bisschen mehr geklatscht hätte und euch ein bisschen mehr angefeuert und noch mehr unterstützt hat, als das die letzten Wochen eh schon der Fall war. Hat man das heute auf dem Feld auch gemerkt? Ja, ich bin ganz ehrlich, ein bisschen hat man es gemerkt. Lag vielleicht daran, dass wir heute nicht so ganz unser Spiel aufgezogen haben wie sonst. Es hat nicht so schön ausgesehen, sage ich mal, wie sonst. Aber gut, am Ende waren, hoffe ich mal, die Zuschauer doch zufrieden und das freut mich dann auch. Ja, absolut. Also wie gesagt, von unserer Seite aus, wir haben gemerkt, dass es Szenenapplaus gab, dass es auch mal für kleine Ballgewinne oder tolle Zweikämpfe wirklich die Unterstützung von der Tribüne gab. So, nächste Woche, da geht's nochmal rein und zwar Richtung Koblenz. Was können wir da erwarten? Wieder ein Tor von unserem Torschützenjäger, Torschützenlistenanführenden? Ja, ich hoffe doch. Aber wichtig ist es, da zu gewinnen, 3 Punkte zu holen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch gegen Koblenz. Und wir haben da, glaube ich, noch eine kleine Rechnung offen und wir werden da alles geben, um die 3 Punkte mal wieder mit nach Hause zu nehmen. Ja, so wollen wir das auch sehen. Dabei viel Erfolg und jetzt erstmal viel Spaß beim Feiern. Danke, Penny. So, und dann schaue ich auf unseren Chefcoach. Der ist da gerade noch Witze am Machen mit unserem Vereinspräsidenten. Köbi, hast du noch 1, 2 Highlights? Ich habe selbstverständlich noch 1, 2 Highlights, deswegen gehen wir gerade noch mal raus und warten auf das Interview mit Josef Sina. Und das geht schneller als gedacht. Wir können direkt wieder reingehen. Zurück. Sehr gut. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch zu diesem Arbeitssieg gegen Bingen. Ja, du hast im Vorhinein schon gewarnt, das wird ein schwieriges Spiel. Die stehen unwahrscheinlich tief und meines Erachtens wirklich die Defensivreihen, die waren so eng geschnürt und geknüpft, aber trotzdem dein Team heute wieder mal 2-0 als Sieger vom Platz gegangen. Zufrieden? Ja, mit dem Ergebnis auf jeden Fall. Mit der Spielweise, muss man sagen, haben wir uns schwer getan, aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Ich glaube, Bingen wird unterschätzt in der Liga, stehen auch zu Unrecht da unten drin. Die spielen 90 Minuten konsequent ihren Stiefel runter, verteidigen ganz eng und da ist halt schwierig durchzukommen. Wir haben es in der ersten Halbzeit noch besser gemacht als in der zweiten Halbzeit. Haben dann in Überzahl unser Spiel nicht ganz so durchgedrückt, weil wir nicht die Geduld hatten, wirklich bis wir sie auf eine Seite geschoben haben, um dann den Seitenwechsel hinzubekommen. Und deswegen war es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so klar. Hätten es dann deutlicher gestalten müssen, können uns aber auch beim Dennis Wiszczolek bedanken, dass er uns da noch mal im Spiel hält, beziehungsweise dass wir da nicht einen Ausgleich kassieren. Absolut das, aber bleiben wir zunächst mal chronologisch beim Start der Partie. Die meisten hatten sich noch gar nicht gesetzt. Du hast Henrik Thuhl auserkoren als Ersatz für Kinscher und lagst damit ja wohl goldrichtig. Ja, der Henrik hat ja schon in der Hinserie bei uns ab und zu mal mitgespielt und trainiert regelmäßig mit. Der Junge macht Spaß, hat eine gewisse Qualität und dem muss er auch mal das Vertrauen schenken. Und von Beginn an, er war zuletzt recht knapp an dem Torerfolg. Und wir hatten einfach das Gefühl, heute ist soweit, heute macht er auch seine Bude. Und das ist direkt so nach, ich glaube, das war nach 2 Minuten wahrscheinlich. 45 Sekunden. 45 Sekunden, ja. Ja, das ist natürlich sehr schnell, aber auch schön für den Jungen. Ich hoffe, er genießt es, nimmt es mit und arbeitet weiter, genauso wie bisher. Das hoffen wir auch, dann wird er uns nämlich noch viel, viel Freude bereiten. Wir haben ausgemacht heute oder gemeint auszumachen, dass die Tribüne heute bei vielen Aktionen Sonderapplaus gespendet hat, dass sie wirklich die Eintracht angetrieben hat und die Jungs auch in dieser schwierigen Partie unterstützt hat. Hast du das auch so gespürt unten oder kriegt man da als Trainer, wenn man in der Coaching-Zone auf und ab tigert, und das hast du heute auch wieder getan, kriegt man davon nichts mit? Ja doch, ich muss schon sagen, es gab in der Vergangenheit solche Spiele, da wurde gepfiffen, genau bei den gleichen Spielen mit so einer ähnlichen Konstellation. Heute hat die Tribüne für mich super reagiert, hatte auch die Geduld und weiß, glaube ich, auch, dass es ab und zu mal Spiele gibt, die du nicht schön gewinnen kannst, die du auch mal auf diese Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben, konsequent, kontrolliert, vielleicht auch ein bisschen darauf bedacht, dass wir nicht so sehr in Konter laufen, aber da auch nochmal, ich denke, die Leute sehen, dass die Mannschaft vorankommt und die honorieren das und das ist natürlich ein schönes Gefühl.
Absolut. Eine Frage noch, also nach dem Schiedsrichter frage ich dich besser nicht. Ich glaube, den können wir relativ schnell abhaken, aber Axel Neumann musste schon in der ersten Halbzeit raus mit einer gelb-roten Karte. Wurde es dadurch für die Eintracht einfacher oder noch schwieriger, weil sich Bing noch weiter zurück hat fallen lassen? Ja, tatsächlich haben wir uns eher schwieriger gehabt mit einem Mann mehr, weil Bingen dadurch noch tiefer stand und wir dann, ja, wie schon erwähnt, dass wir nicht mehr ganz so uns durchsetzen konnten in der letzten Linie, haben dann natürlich auch gewechselt, ein bisschen robustere Spieler reingebracht, die dann mehr auf lange Bälle hinaus waren. Und ja, wir haben es insgesamt über 90 Minuten trotzdem ordentlich gemacht und haben auch verdient gewonnen, mit einem Quäntchen Glück gegen 11 Mann. Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Würde es wahrscheinlich ja, auch schwer werden, aber gegen 10 Mann war es auch nicht leicht. Aber Hauptsache am Ende 3 Punkte eingefahren. Nächste Woche Koblenz, was sehen wir da? Eine Mannschaft, die brennen wird und wir gehen auf 3 Punkte. Perfekt. So und nicht anders wollte ich das hören. Vielen, vielen Dank, Josef Sinar. Ja, das war's mit diesem Heimspiel unserer Eintracht. Das Duell Mosel gegen Rhein. Die 3 Punkte, sie bleiben an der Mosel. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an Ricardo Krechel hinter der Kamera. Vielen Dank an Köbi für seinen geistreichen Witz, den er dann doch an der einen oder anderen Stelle hat herausblicken lassen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann sonntags 14 Uhr in Koblenz gegen die TuS aus Koblenz. Bis dahin erstmal ein schönes, sonniges Wochenende. Macht's gut und auf Wiedersehen. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist etwas.